Abschnitt 4 steht an und damit auch der letzte. Die Teile dafür liegen wieder ausgebreitet. Auffälligkeiten gibt es jetzt nicht groß. Was wir haben, jetzt diesmal sogar rote 3L-Pins. Und haben wir hier noch irgendwas, was auffällig ist? Ja. Diese Pins, die wir hier eigentlich in Weiß hatten die ganze Zeit, gibt es jetzt hier auch in Schwarz. Was haben wir noch? Also das ist schon ein sehr tiefes Schwarz, irgendwie sehr tief glänzendes Schwarz. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts groß. Wir haben diesmal rote Zweierachsen. Wir hatten ja in dem Set jetzt schon, ich glaube, das habe ich gar nicht gezeigt, drei verschiedene Farben für diese Zweierachsen. Ja, rot, schwarz und grau. Übrigens alle mit einer sehr guten Klemmkraft. Da kann sich Kader nochmal ein Scheibchen abschneiden. Ja, davon. So, gucken wir noch hier durch. Hier sehen wir eigentlich jetzt nichts groß Spezielles. Und hier scheinbar auch nicht. Nö. Sieht alles soweit normal aus. Guti. Dann würde ich sagen, aus geht's. Erster Bauschritt sieht so aus und den werden wir jetzt angehen. Bis später. Tschüss. Wir sind noch beim Audi von Rasta und wir sind ja im Prinzip fertig. Es geht jetzt nur noch darum, die Felgen zu bauen. Und die Felgen, wir sehen es hier, bestehen, oder die Räder bestehen aus drei Teilen. Einmal einer, ja, ein Felgeninnenteil, dem Reifen und einem Felgenaußenteil. Und das wird einzeln zusammengesteckt. Ich wollte das nur mal kurz zeigen. Wir werden das mal hier machen. Also wir nehmen den Reifen, der hat zwei Seiten. Ja, außen steht BF Goodrich drauf und Rasta. Und innen ist der hier größer. Das heißt, wir machen das hier rein. Ja. Und dann gucken. Klack. Auch noch ein Unwucht drin. Und dann kommt einfach nur diese Radkappe hier noch drauf. Ja. Ich tue es mal ein bisschen. So. Und das ist dann das fertige Rad. Das entspricht nicht ganz der Vorlage. Ja, ich zeige es jetzt gleich mal. Ja. Wir haben ja hier, ich hoffe, man sieht es in der Kamera, das Original. Da ist ja auch, da haben wir zum einen einen schwarzen Mittelpunkt und zum anderen ist auf dem Reifen auch noch rot, also hier außenrum. Das haben sie jetzt hier nicht umgesetzt. Ja, weiß ich nicht, ob das besonders schwer ist oder auf so einen Reifen was drauf zu drucken. Eigentlich nicht. Es gibt ja auch andere, die inzwischen bedrucken, die Reifen. Ja, okay. Kann man mitleben. Was mir hier auch wieder auffällt, wir haben es ja wie beim Schild. Hier auf den Bildern sieht das aus, als wäre das weiß umrandet, der BF Goodrich Schriftzug. Hier ist es schwer sichtbar. Ja. Also man sieht es, es ist ja auch erfüllbar. Aber ja, gut. Also so wird das Rad zusammengebaut. Und das mache ich jetzt mal, stecke die an und dann ist das Auto fertig. Jo,
So, Bauabschnitt 4 ist fertig und damit auch das Auto. Und ja, was haben wir gebaut? Oben diese Lufthutze, die wird hier aus vielen Einzelteilen zusammengebaut. Und den mit solchen Flügeln wieder, die man eigentlich bekleben soll, an der Seite ja, verziert. Ja. Die erst oben und dann kommen die auch noch an die Seite dran. Das wird wirklich aus vielen Teilen, also das sind einzelne, viele einzelne Teile, die da verbaut werden. Dann hat man hier diese Hutze und diesen roten Rahmen, den die Hutze ja hat, in Original. Dann hat man damit nachempfunden. Und dann macht man an die Seite auch noch Verkleidungen dran, damit das dann geschlossen ist, sodass das dann so hier aussieht, wird aufeinander gesetzt, ist oben zu, an der Seite zu. Und dann versteckt man das hier unten noch und dann wird das dran gebaut. Ja, baut man hier vorne noch ein Dach dran, über den Fahrersitz quasi, über die Sitze. Und dann nach unten. Und dann setzt man dieses ganze Teil drauf. Verstärkt das oder verbindet das mit der Seite. Baut noch Flexstangen rein als A-Säule. Und dann war es das. Dann bauen wir noch Türen. In die Türen, ja, wie man sieht, auch aus vielen kleinen Teilen, kommt dann noch ein Ersatzrad quasi mit dran. Wird hier rumgestellt und es wird nur an einer Stange befestigt. Also es wird nur hier eingesteckt mit der Kreuzstange, die hier durchgeht. Ansonsten ist das nirgendwo befestigt. Das macht man natürlich auf beiden Seiten. Und machen dann... das waren erst die Radhalterungen und dann bauen wir die Türen. Die Türen werden eckig gebaut, also Wand hoch, Wand rüber, ja, mit entsprechenden Halterungen. Es ist auch sehr kleinteilig alles, aber funktioniert. Dann noch ein Scheibenrahmen dazu und man sieht hier Spezialteil, dieses Spiegel. Ja, das ist also ein extra Teil. Auch da soll eigentlich noch eine Klebefolie rein als Spiegel. Habe ich jetzt auch nicht gemacht. Also ich habe gar keinen Aufkleber angebracht an dem Modell. Die Tür, die ist fertig gebaut. Sieht die so aus und wird dann hier oben an zwei Punkten befestigt. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite nochmal. Logischerweise. Und dann bauen wir die Räder zusammen. Das habe ich ja in einem extra Video gezeigt. Erst die Räder drauf, dann die Radkappen drauf und dann soll man hier die ganzen Aufkleber überall drauf machen. Ich habe keinen einzigen drauf gemacht, hatte ich ja schon angekündigt, dass ich das nicht gemacht habe. Und dann ist fertig. Oh Staune. Ja. Und wir können uns das Ganze jetzt nochmal angucken. Am Modell. So sieht das Ganze aus. Wenn es kein Aufkleber dran ist. Wir haben hier oben diese ganze Hutze gebaut. Ja, mit dieser charakteristischen Lufteinströmung hier oben. Und dann hier die Seitenteile. Wie gesagt, das hängt nur an der Kreuzachse. Entsprechend wackelt das. Und dann haben wir hier die Türen, die wir nach oben aufklappen können. Auf beiden Seiten selbstverständlich. Ja, hier können wir uns nochmal den Spiegel in der Aufnahme angucken. Das ist wirklich ein extra Teil, was hier auf eine Kreuzachse aufgesteckt wird. Und so sieht das Fahrzeug dann aus. Ja. Print hier vorne. Ansonsten, wie gesagt, Aufkleber habe ich nicht drauf. Ich zeige es mal noch, wie es mit Aufklebern aussehen würde. Nämlich so. Ja, so sieht es ohne aus und somit. Ja, diese ganzen Details hier, das wäre alles geklebt. Ja, schade, dass das nicht gedruckt wurde. Ne? Ich meine, drucken können sie ja, das haben sie auch hier schon gezeigt und bei anderen Teilen. Auch das Lenkrad ist ja gedruckt. Ist halt ein bisschen schade.
dass sie das hier nicht machen. Aber gut. Ja. Wenn sie das so machen möchten, müssen sie es halt so machen. Er fällt gerade auf. Ach so, das sieht man ja gar nicht. Ja, das wäre hier auch alles rot an der Seite und noch verziert. Da fällt dann auch der hellgraue Fnipsi gar nicht mehr so auf, weil da hier so ein Strich durchgeht. Ja, gut. So. Da gucken wir ins Innere. Also von den blauen Pins sieht man jetzt nicht so viel. Ja. Wenn hier oben sieht man es ein bisschen. Ja, schade, dass da hätten sie eigentlich auch die grauen. Die haben ja da teilweise graue Dreierpins drin. Hätten wir hier oben ja wenigstens noch grauer reinmachen können. Aber ansonsten geht es eigentlich. Federn tut er nach wie vor. Also das ist schon sehr straff, ja, die Federung. Ja. Aber zumindest funktioniert sie. Sollte nicht zu viel von oben drücken. So, warte mal. Ja. Tür geht noch auf. Ja, das ist jetzt nicht alles hundertprozentig akkurat ausgerichtet. Aber ja, ich denke, es ist okay. Das sieht natürlich sehr klobig aus. Mit den Aufklebern wird es natürlich noch ein bisschen verfeinert. Sieht es dann wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Aber ja, was man glaube ich hier sieht, das sind unterschiedliche Grautöne. Ja. Also generell ist das ja hier ein bisschen matt. Hier ist es glänzender und der ist ein bisschen dunkler, wie man sieht. Ja, das Problem hat man jetzt eigentlich nicht so generell, ich würde jetzt sagen, nicht generell bei dem Modell. Das ist jetzt die einzige Stelle, die mir jetzt auffällt. Ja, alles andere passt. Ja. Was halt nicht so geil ist, sind die teilweise klar sichtbaren Angusspunkte wie hier oder hier. Das sieht halt jetzt nicht ganz so schön aus. Ja, ich weiß, hier können normalerweise Aufkleber drüber, aber mache ich nicht. Joa. Da haben wir das fertige Modell. Bauen lässt sich's gut. Anleitung ist ein bisschen tricky manchmal, da muss man ganz genau hingucken. Ja, es gibt Stellen, da muss man echt so genau hingucken, wo Teile hinkommen. Das ist manchmal mit den Pfeilen ein bisschen komisch dargestellt, aber ich sag mal, der halbwegs erfahrene Technikbauer wird es dann hinkriegen. Also das ist jetzt nicht unbedingt, ich würde es jetzt nicht als Einsteiger-Set bauen. Von daher, ja, passt das eigentlich alles. Ob man das jetzt schön findet. Ich meine, das Original ist jetzt generell nicht die Schönheit. Ja, das ist das Original. Schön ist was anderes. Aber ja. Ich meine, man sieht ja auch, dass das Original sogar noch viel filigraner ist, gerade hier in dem Bereich. Ja. Ich drehe den mal rum. Ja, wenn man das hier am Modell, am Bild sieht, am Original und dann hier diesen Bereich im Modell. Ich meine, sie haben es mit Schwarz gemacht, dass es weniger auffällt, aber es ist natürlich schon deutlich mehr zugebaut hier unten. Gucken, ob man das so ganz gut sehen kann. Also das ist schon nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich schwierig darzustellen, schwierig zu bauen. Sonst, also so filigran kannst du mit Technik nur schwierig bauen. Man kann es wahrscheinlich bauen, aber die Stabilität wird dann wahrscheinlich nicht mehr so gut sein. Ne? Jo. Ich würde sagen, das war's zu dem Modell. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen rumfahren damit. Gucken wir mal, wie es fährt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja.
Bin jetzt nicht sicher, ob ich es heute noch hinkriege, ob ich es gleich hinten dran schneide oder ein extra Video zum Fahren mache. Gucke ich noch. Ansonsten, wenn es nicht drankommt, dann sage ich mal Tschüss. Man sieht sich bei einem anderen, vielleicht ähnlichen Modell wieder. Mal gucken. Bis dann. Ja, dann gucken wir doch mal, wie das Ganze hier fährt. Ja. Wendekreis wie ein LKW. Ja. Wir probieren mal. Moment. Also zumindest über die Anleitung kann er drüber fahren. Wir gucken mal. Anlauf. Ah. Geht so ein bisschen. Also, ich sag mal, die Rampe brauche ich hier gar nicht ausprobieren. Der kommt ja nicht mal ein paar Zentimeter hoch. Kraft hat er nicht. Ja. Aber er fährt. Das mag ja für manche schon ausreichen. Ich meine, hier ist ein L-Motor drin. Und wir haben gesehen, dass die Zahnradübersetzung nicht die allergeilste ist. Dass man wahrscheinlich, ja, man kann es halt auf der Ebene fahren, aber ansonsten wird da nicht viel passieren. Ja. Ich denke mal, an der Steigung wird er schon verzweifeln. Gut, das dazu. Also fahren tut es prinzipiell, es knackt auch nichts. Es ist halt nicht viel Kraft da, ne? Woher soll es also auch knacken?